Moin Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag, nämlich, richtig, Tag der Logistik. Wir lernen heute mal einen richtig coolen Beruf kennen, und zwar den des Truckers, also LKW-Fahrer, Logistiker und Co. Macht LKW-Fahren Spaß und es ist immer noch der Beruf, den man sich so vorstellt, neben so einem großen Lenkrad und immer im Stau. Der Frage gehen wir nach. Noch sitze ich auf dem Beifahrer, vielleicht darf ich heute auch mal selbst fahren. Bis gleich! Wir sind nämlich bei Reinhard Logistik heute. Das sind diese blauen Trucks, die man überall sieht. Einer der größeren Sitze ist hier in Cottbus. Reinhard Logistik jetzt auf dem Hinterhofgelände. Ich habe hier Erik getroffen. Erik, sag mal hi. Hi. Du bist was? Ich bin Berufskraftfahrer. Das heißt, du fährst die großen Karren. Richtig. 40 Tonnen? Genau, 40 Tonnen, ja. Ist das deiner? Guck mal da. Erzähl mal was, was ist das für ein Truck? Das ist ein MAN TGS, schicke 480 PS. 480 PS? 480 PS, handgeschalten. Was wird da so alles verladen? Alles Mögliche, was du kippen kannst. Ja. Alles von Sand bis Gleisschotter. Das heißt, der kommt vor allem auf Baustellen zum Einsatz, nehme ich an. Genau, genau. Baustellen, Tagebau. Mega fettes Teil. Ein bisschen größer als mein Auto. Ich bin ja echt klein, ne? Yo. Die Tür ist größer als ich, das muss man zugeben. Wow, yeah. Das ist jetzt hier sozusagen dein Zuhause. Wochentags, ja, ist mein Sommerferienhaus. Ist hier dein Bett? Ja, ist mein Schlafgemach. Ist nie aufgeräumt, aber guck mal. Das ist schön. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Berufskraftfahrer zu werden? Das hat ja schon angefangen als kleine Kinder, wenn wir im Sandkasten gespielt haben mit unseren Kippern. Immer aus dem Fenster geguckt, oh, wow, LKW, ja. Oh, geil. Mein Nachbar, der ist auch LKW gefahren. Und dann sind wir noch die Straße runtergefahren zu unseren Häusern. Das war immer ein Highlight. Man kann ja sagen, du hast eine Faszination zum Beruf gemacht. Richtig. Im Tagebau, wenn er mitkommen könnte, wenn es richtig schon geregnet hat, Schlammschlachten oder drinnen fahren, das ist herrlich. Wollen wir mal anschmeißen und mal ein bisschen Gas geben? Wollen wir mal das Kätzchen schnurren lassen? Bringen wir mal das Baby in Fahrt. Das finde ich ja immer bei LKW so geil, wie immer diese Kurven so genommen werden, so haarscharf, knapp immer, ja. Wenn ihr um die Ampel steuert. Also wir fahren ja hier mit Anhänger, also muss man wirklich jeden Zentimeter ausnutzen hier, nicht, dass es mal irgendwann knirscht hinter dir. Man sagt ja immer, wenn es knirscht, hat man nur einen Meter, aber man muss sich schon ein bisschen was trauen, aber man sollte sich auch nicht zu viel trauen. Also besser einmal mehr geguckt, ist einmal zu wenig. Was hast du überhaupt für einen Schulabschluss gemacht dann sozusagen? Ich habe einen realen Schulabschluss. Aber das ist auch tatsächlich Berufskraftfahrer eine Ausbildung, oder wie? Das ist eine Ausbildung, richtig. 3 Jahre, oder? 3 Jahre, genau. Was würdest du einem Jugendlichen empfehlen? Einfach mal ausprobieren. Ich meine, Praktika ist ein bisschen schwierig in dem Bereich, oder? Es gibt Praktikas. Ja? Auf alle Fälle, ja. Ganz normal wie bei einer Firma, man bewirbt sich. Da wird man mal mitgenommen. So wie ich jetzt gerade. So wie du gerade. Ach, guck mal hier, da regt sich schon wieder einer auf. Ja, ja. Mann, Autofahrer, wirklich ganz ehrlich. Lass doch mal den Trucker machen. Die wirkt immer so auf der Autobahn wie so eine Community. So ist auch wirklich so. Ja, ne? Ja, unter Kollegen, man grüßt sich, man quatscht nochmal über Funk hier. Stimmt denn der Lohn als Berufskraftfahrer eigentlich? Man kann schon vernünftig davon leben, auf alle Fälle. Man ist viel unterwegs, nie zu Hause. Wie ist das bei dir? Im Sommer ist man schon häufiger draußen, weil natürlich die ganzen Baustellen aktiv sind. Im Winter kann schon mal sein, dass man wöchentlich da eben ist, also jeden Tag zu Hause. Und dann, wenn du dann zum Beispiel jetzt einen Auftrag erledigt hast, darfst du den Truck mit nach Hause nehmen? Ja. Geil. Und ihr müsst doch nicht mehr sowas wie Fahrtenbuch oder sowas alles schreiben, das ist alles digital heute. Das ist alles digital mit der Fahrerkarte, mit dem digitalen Fahrtenschreiber. Klar, die Jungs und Mädels in den Büros, die brauchen bloß mal einen Computer gucken und die wissen auf einen Meter genau, wo du bist. Wir sind echt dicke mit uns in den Büros. Wenn so die Basis unten fährt und oben wird im Hintergrund alles organisiert und so und man stimmt sich ab, das ist doch Killer dann, oder? Ja. Erik, ich danke dir. Ich danke auch. Ich bin jetzt hier bei Reinhard Logistik in der zentralen Verwaltung angekommen in Cottbus. Ey, habe ich schon den ersten gefunden. Es ist Mr. Blue. Hallo. Du hast ein Marketing-Team. Genau, richtig. Warum braucht ein Logistiker Marketing? Das ist das Außenbild, wie ein Unternehmen sich quasi präsentiert. Marketing ist nicht nur bunte Bilder. Da geht es genauso auch um Social Media. Okay. Wir sind aktiv in Facebook,
Instagram haben wir auch angefangen. Postet doch mal ein Trucker sein Bild? Richtig, genau. Da können einfach die Piloten, wenn sie unterwegs sind, können die ein Foto schießen und schicken uns das zu. Da gibt es dann immer einen Monatsgewinner und der bekommt dann immer ein Fan-Package von Reinhard. Also wir haben auch vereinzelt Fahrerinnen, aber muss man natürlich wirklich sagen, da sind die Männer eher höher frequentiert. Aber es kann eine Frau machen. Natürlich, also wir sind da vollkommen offen dafür. Und ihr könnt allgemein immer Leute, ob Fahrer, ob in der Verwaltung. Richtig, also Initiativbewerbungen nehmen wir dankend an. Also Initiativbewerbung heißt einfach bewerben, egal ob jetzt eine Ausschreibung ist oder nicht. Verwaltung, Berufskraftfahrer, alles. Disponenten irgendwann mal. So, jetzt ist Erik weg. Jetzt bin ich mal Fahrer. Ich will nämlich auch mal auf diesem Sitz sitzen. Boah, schön weich. Schön, der Sitz, der ist richtig gut. Der gibt so ein bisschen nach. Boah, das Lenkrad ist ja größer als ich. Richtig geil. Guck mal, Erik hat auch seine Sonnenbrille hier vergessen. Jo, ich bin Erik. Ein Blitzer auf der Autobahn. Kalle, hörst du mich? So, Freunde, ein cooler Tag heute bei Reinhard Logistik, einem großen Logistikunternehmen hier in Deutschland. Auf jeden Fall hat es mega Spaß gemacht, mal mit Erik mitzufahren mit dem Truck. Das war echt cool. Also wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so ist. Auch jetzt meine ehrliche Meinung. Ich habe auch so ein bisschen noch das Bild gehabt, Trucker, Stress A, B, aber dass man mit so viel Leidenschaft auch dabei sein kann, geil. Wer Lust hat, unterwegs zu sein, ich glaube, dann kann man das einfach mal ausprobieren. Mal mit so einem Logistiker mitfahren, mit so einem Kraftfahrer, mit so einem Pilot. Hier muss man ja sagen, sind ja Piloten. Und da kann man ja auch mal alle Fragen selber stellen. Ne? Abonniert hier den Channel, kommentiert ruhig mal, ob ihr auch Wünsche habt, wo ich mal vorbeischauen soll oder was klar machen soll. Bis dahin. Piu.